Und nachdem wir gerade gesehen haben, wie sich das Fahrzeug verhält, wenn die Vorderräder blockieren oder wenn die Hinterräder blockieren, denken wir jetzt mal drüber nach, wie es aussieht, wenn alle Räder blockieren. Dann würden alle Räder gleiten. Wir hätten keine seitliche Führung mehr. Das Fahrzeug würde stabil gleiten. Und wenn jetzt seitliche Störkraft auftritt, dann bestünde die Tendenz zum Schleudern. Ähnlich wie bei den anderen Ausrissmanövern, ob nun die Vorderräder oder die Hinterräder blockieren, werden wir hier die Bremse lösen, die Räder wieder anrollen lassen. Damit stellen wir die Lenkfähigkeit wieder her, um so nun gefühlvoll gegenlenken zu können. Und dann können wir gefühlvoll nachbremsen. Hier sehen wir jetzt nochmal einen Teil aus dem Kammschen Kreis. Kammscher Kreis. Und zwar haben wir jetzt hier nochmal eine Darstellung der fahrphysikalischen Kräfte. Und im Speziellen haben wir hier die Seitenführungskraft und die Bremskraft. Die Seitenführungskraft und die Bremskraft sind jetzt die physikalischen Kräfte, die nennen wir jetzt mal 100%. Und die Kräfte werden jetzt aufgeteilt zwischen Bremskraft und Seitenführungskraft. Hier zur Hälfte. In der Kurvenfahrt brauche ich mehr Seitenführungskraft zur Verfügung als in Geradeausfahrt. Also, in Kurvenfahrt wird mehr Seitenführungskraft benötigt. So, wenn ich jetzt die richtige Geschwindigkeit wähle, wir erinnern uns, in der Kurve wirken die Fliehkräfte. Die Fliehkräfte ergeben sich aus der Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit zum Quadrat im Verhältnis zum Kurvenradius. Einzige beeinflussbare Größe für den Fahrer ist die Geschwindigkeit. Fahrer beeinflusst die Geschwindigkeit. Seine Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich mit normaler Geschwindigkeit für die Kurve vernünftig in die Kurve einfahre, dann habe ich mit der Kräfteverteilung kein Problem. Wenn ich jetzt aber mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve fahre und merke, ups, jetzt muss ich ja bremsen, damit ich nicht aus der Kurve rausgetragen werde, dann beanspruchen jetzt die Bremskräfte Teile der Seitenführungskraft. Die wandern jetzt hier ab. Das heißt hier, wo ich hier einen Zuwachs habe, plus als Zuwachs 60, 70, 80 und so weiter, plus, habe ich halt hier Minus. Minus in die Richtung 40, 30, 20 und im Extremfall 0% übrig an Seitenführungskraft, weil ich hier 100% bei den Bremskräften benötige. So, und jetzt ist klar, was passiert. Wenn der Reifen keine Seitenführungskräfte mehr hat hier, dann fängt er an, weggetragen zu werden, weil die gesamten Kräfte jetzt für die Bremskraft zur Verfügung stehen. Oh, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Ich mache jetzt mal wieder weg. Zu hohe Geschwindigkeit ist also der Grund dafür, oder kann ein Grund dafür sein, dass man aus der Kurve getragen wird. Deshalb beeinflusst der Fahrer nur die Geschwindigkeit und wählt die am besten so, dass die Probleme in der Kurve nicht entstehen können. Dabei hilft uns das ABS. ABS wirkt aber nur, also ich sage mal hier, ABS hilft, ja. Hilft, aber nur im Rahmen
der Fahrphysik. Das heißt, ABS kann helfen, wenn jetzt zum Beispiel ich fahre mit normaler Geschwindigkeit, sind winterliche Verhältnisse und jetzt wird es mal ein bisschen glatt oder nass und ein Rad fängt an Schluff zu bekommen oder blockiert. Je nachdem, sind halt beide unschöne Fahrsituationen. Neben dem ABS haben wir hier mit ASR. ASR ist die Anti-Schlupfregulierung. ABS ist, haben wir hier in der Mitte stehen und das ist untergeordnet beide dem EBS, das ist oder ESP, elektronische Stabilitätsprogramm. Und wenn jetzt so der Fall auftritt, dass ein Rad zu schnell dreht oder blockiert, dann greift das ESP-System ein. Und zwar durch Radsensoren misst es die Radgeschwindigkeit, vergleicht die miteinander und stellt dann fest, okay, da ist ein Rad jetzt auf einer anderen Geschwindigkeit als die anderen Räder und kann dann gezielt Bremsdruck wegnehmen oder dazugeben. Also im Vordergrund steht halt immer die Erhaltung der Lenkfähigkeit des Fahrzeugs. Wie gesagt, nur im Rahmen der fahrphysikalischen Grenzen. Ich mache es mal wieder weg. Was wir jetzt hier sehen, ist die ABS-Leuchte. Die leuchtet vor allem dann auf, wenn Störungen im ABS-System vorliegen. So leuchtet, wenn Störungen vorliegen. Wenn Störung vorliegt, das kann zum Beispiel sein, wenn die Kabelverbindung zum Anhänger gestört ist. Kabelbruch oder Steckerdefekt oder ähnliches und hätte dann den Nachteil, wenn der Anhänger betroffen ist, dass der Anhänger plötzlich ohne ABS unterwegs ist. Das heißt, in diesen kritischen Fahrsituationen würde der Anhänger dann nicht mehr stabilisiert werden können. Okay, gucken wir uns zum elektronischen Stabilitätsprogramm erstmal ein Filmchen an. Volvo Trucks war der weltweit erste LKW-Hersteller, der eine Fahrdynamikregelung für Lastzüge mit allen Arten von Anhängern einführte. Die Hauptfunktion des elektronischen Stabilitätsprogramms von Volvo ist es, Überschläge und den Klappmesser-Effekt zu vermeiden. Das elektronische Stabilitätsprogramm überwacht ständig die Querbeschleunigung, den Lenkeinschlag und die Raddrehzahl. Wenn das System die Gefahr des Umkippens oder Schleuderns erkennt, verringert es die Motorleistung und regelt den Bremsdruck für jedes einzelne Rad. Je nach Art des angehängten Anhängers erfolgen unterschiedliche Bremseingriffe am Anhänger, um die Stabilität des gesamten Lastzugs zu gewährleisten. Das elektronische Stabilitätsprogramm ist Teil der stetigen Bemühungen von Volvo, die Sicherheit zu erhöhen. In diesem Fall galt unser Augenmerk dem Fahrer und den anderen Verkehrsteilnehmern. So, hier sehen wir jetzt nochmal einen LKW im Extremtest mit extra verlängerter Achse. Einmal oben ohne ESP und einmal mit ESP. Und wie wir sehen auf dem oberen Bild ohne ESP, will der Anhänger kippen in der Kurve. Und das ESP hilft dabei, dass der Anhänger wieder zurückgezogen wird in seinen Fahrstreifen. Und wie macht das ESP das jetzt? Gucken wir uns mal hier in dem nächsten Bild an. Wir haben hier zwei Fahrzustände. Einmal haben wir das Problem, dass die Zugmaschine untersteuert. Untersteuern bedeutet, wir wollen zwar in die Kurve, aber der LKW will nicht so richtig.
Und der schiebt jetzt weiter geradeaus aus der Kurve hinaus. Und das ESP hilft uns an der Stelle, indem es jetzt gezielt in die Radgeschwindigkeit eingreift und in diesem Fall an der Zugmaschine an der Hinterachse links ein Rad einbremst. Jetzt überholen die übrigen Räder sozusagen das linke eingebremste Rad und dadurch wird bewirkt, dass der Zug wieder in den Fahrstreifen zurückgezogen wird. Zweiter Fahrzustand, Zugmaschine übersteuert. In dem Fall knickt der Zug ein. Das heißt also, die Zugmaschine steuert aufs Kurveninneren zu und der Anhänger drängt aufs Kurvenäußere zu. Hier hilft das ESP jetzt, indem es halt an mehreren Rädern bremst. Einmal an der Zugmaschine, hinten rechts außen und alle Anhängerräder. Die verbleibenden rollenden Räder sorgen jetzt dafür, den Zug wieder in geradeaus Richtung zu bringen. Ihr habt dazu jetzt nochmal einen weiteren Clip für euch vom Mercedes Actros. Die Telligent Stabilitätsregelung ist lieferbar für zweiachsige Sattelzugmaschinen. Sie erkennt drohende Fahrinstabilitäten wie Ausbrechen oder Schleudern im Voraus und wirkt diesen durch gezielte Eingriffe des Brems- und Motorsystems entgegen. Der Actros bleibt somit auch bei schwierigen Ausweichmanövern, Gefahrensituationen in Kurven innerhalb der physikalischen Grenzen beherrschbar und stabil. Ganz gleich, ob bei untersteuernden, übersteuernden Fahrverhalten oder bei Kippgefahr. Die Telligent Stabilitätsregelung nutzt die Komponenten des Telligent Brems- und Motorsystems. Ergänzt um zusätzliche Sensoren und speziell entwickelte Rechnersoftware ist sie bei allen Fahrzuständen permanent einsatzbereit. Bitte beachten: Die Stabilitätsregelung kann nur innerhalb physikalischer Grenzen wirksam unterstützen und entbindet den Fahrer nicht von einer den Verkehrs- und Fahrbahnverhältnissen angepassten Fahrweise. Hinweis: Die Stabilitätsregelung kann am Schalter SR abgeschaltet werden. Damit ist auch die Antriebsschlupfregelung außer Funktion. Jo, dann habe ich noch einen schönen Clip von MAN zur Verfügung gestellt bekommen. Den schauen wir uns jetzt auch noch an. Die Continuous Damping Control, CDC, auch Bankstabilisierung genannt, ermöglicht durch die stufenlose elektronische Regelung der Stoßdämpferhärte eine Stabilisierung von Bank- und Nickbewegungen. So wird zum Beispiel bei Kurvenfahrten, raschen Spurwechseln oder starken Bremsmanövern durch eine härtere Dämpfereinstellung das Aufschaukeln des Fahrzeugs durch Bank- und Nickbewegungen vermieden. Je höher der Schwerpunkt und je tiefer die Rollachse eines Fahrzeugs liegen, desto größer wird das Wankmoment und der damit verbundene Wankwinkel. Ein Steuergerät regelt elektromagnetisch ein Proportionalventil, das die Durchflussmenge des im Dämpfer fließenden Öls bestimmt. Liegt eine höhere Spannung am Ventil, wird der Durchlass im Dämpfer verringert. Das Öl fließt langsamer, die Dämpfung wird härter. Höhen- und Drucksensoren am Fahrzeug liefern die Daten für die Berechnungen. Ein CAN-Bus versorgt das Steuergerät der Dämpfung mit Informationen zu Fahrgeschwindigkeit, Verzögerungs- und Beschleunigungssignal, Querbeschleunigung und Radgeschwindigkeit. Heftige Nickbewegungen bei unruhiger Fahrbahn oder bei heftigen Bremsungen werden ebenso unterdrückt. Bei 4x2 und 6x2 Fahrzeugen sind die Vorderachse sowie die angetriebene Hinterachse mit CDC-Dämpfern ausgerüstet. CDC sorgt so im Zusammenspiel mit anderen Sensoren für verringerte Nick- und Wankbewegungen
und damit für mehr Sicherheit. Jo, da haben wir jetzt nochmal gesehen, wie uns das elektronische Stabilitätsprogramm in kritischen Fahrsituationen behilflich sein kann. Wie gesagt, nur innerhalb der fahrphysikalischen Grenzen. Und zum Abschluss des Themas haben wir jetzt noch so ein paar Wissensfragen. Die will ich jetzt mal mit euch zusammen durchgehen. Wir starten hier mit These 1. Massen werden in Gramm, Kilogramm oder Tonnen angegeben. Hier müssen wir uns jetzt überlegen, stimmt diese Aussage oder stimmt sie nicht? In dem Fall stimmt die Aussage. Nächste Frage. Beim Beladen in Klammern voll eines LKW schiebt sich der Schwerpunkt nach hinten. Stimmt das oder stimmt das nicht? In dem Fall stimmt die Aussage. Der Schwerpunkt verschiebt sich nach hinten. Nächste These, eine unsichere, leichte Kiste rutscht weiter als eine ungesicherte, schwere Kiste. Das hatten wir uns an anderer Stelle schon zusammen angeguckt, wie das Rutschverhalten von Kisten, ungesicherten Kisten auf der Ladefläche ist. Diese These stimmt leider nicht. Ja, die Kisten rutschen gleich weit, egal wie schwer sie sind. Nächste These. Eine Kiste direkt vor der Stirnwand ist nach vorne kraftschlüssig gesichert. Stimmt das oder stimmt es nicht? Diese These stimmt nicht. Zur Erinnerung nochmal. Wir sichern Ladung auf drei Arten. Eine davon ist kraftschlüssig. Eine materialschlüssig. Und die dritte, formschlüssig. So, und jetzt haben wir hier eine Kiste vor der Stirnwand und die soll kraftschlüssig gesichert sein. Kraftschlüssig bedeutet, dass wir die Reibung durch Niederzonen beispielsweise erhöhen. Also kraftschlüssiges Verfahren bedeutet zum Beispiel Niederzonen. Materialschlüssig wäre zum Beispiel verschrauben. Und formschlüssig wäre aneinandergereiht. So dass nichts verrutschen kann.
So, und dass nichts verrutschen kann, kann man ja mit verschiedenen Möglichkeiten sicherstellen. Zum Beispiel, indem man die Kiste gegen die Stirnwand stellt. Da wäre sie dann im besten Fall formschlüssig gesichert. In keinem Fall aber kraftschlüssig, weil ja nicht von Gurten die Rede ist. Nächste These. Kraftübertragung durch Reibung nennt man Kraftschluss. Stimmt oder stimmt nicht? Diese Aussage stimmt, weil wenn man, wie wir gerade besprochen haben, Ladung kraftschlüssig sichert, also durch Niederzonen zum Beispiel, dann spricht man auch davon, dass die Reibung erhöht wird. Also bei der Ladungssicherung erhöht man die Reibung, damit die Ladung nicht rutscht. Diese Aussage ist richtig. Nächste Aussage. Durch Niederzonen der Ladung wird die Reibung erhöht. Ja, wie gerade besprochen, diese Aussage stimmt dann natürlich auch. Nächste These. Je tiefer der Schwerpunkt, desto höher die Kippgefahr. Das stimmt natürlich nicht, weil die Kippgefahr steigt, je höher der Schwerpunkt ist. Na, das ist halt also sozusagen ein Hebelarmeffekt. Je höher der Hebel ist, je länger der Hebel ist, na, desto besser kann man anpacken und Kraft auswirken. Das ist ähnlich wie beim Schraubenschlüssel beim Reifenwechsel. Nicht, wenn der zu kurz ist, kriege ich die Schraube nicht so gut gelöst als mit einem langen Schraubenschlüssel. Ist also richtig die Aussage. Nächste These, je höher die Radlast, desto mehr Kräfte können übertragen werden. Stimmt oder stimmt nicht? Klar, wenn die Radlast höher ist durch schwere Ladung, also mehr Gewicht auf die Fahrbahn gebracht wird, dann können noch mehr Kräfte übertragen werden, weil wir eine höhere Reibung haben. Blockierende Räder können keine seitlichen Kräfte übertragen. Das stimmt, wie wir im Kammschen Kreis gesehen haben. Wenn die physikalischen Kräfte als Bremskraft aufgebraucht werden, haben wir für die Seitenführungskraft keine physikalische Kraft mehr zur Verfügung. Und damit würde man dann in Gleitreibung übergehen und dann können keine Seitenführungskräfte mehr aufgebaut werden. Antiblockiersysteme machen das Schleudern von Fahrzeugen unmöglich. Diese Aussage stimmt nicht, wie wir sie anschaulich an den Filmen und an meiner Darstellung über das elektronische Stabilitätsprogramm sehen konnten. Solche Programme helfen uns nur im Rahmen der fahrphysikalischen Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich hier als Fahrer in der Kurve zum Beispiel eine zu hohe Geschwindigkeit wähle, die Fliehkräfte zu groß werden, dann kann mich hier auch das beste ABS- oder ESP-Programm nicht mehr davor retten, aus der Kurve zu fliegen. Bei Talfahrt wirkt ein Teil der Gewichtskraft nach vorn und treibt an. Naja, klar, wenn ich den Berg runterfahre, drückt mich natürlich das Gewicht der Ladung und des Fahrzeugs ins Tal. Man kann also durchaus sagen, dass die Gewichtskraft einen nach vorn antreibt. Gegen Fliehkräfte ist man machtlos, der Kurvenradius liegt schließlich fest. Da möchte ich an der Stelle nochmal an die Formel erinnern, die gucken wir uns nochmal an. Die Fliehkraft errechnet sich aus der Masse
mal der Geschwindigkeit zum Quadrat im Verhältnis zum Kurvenradius. M ist die Masse in Kilogramm. V ist die Geschwindigkeit. An der Stelle rechnet man hier immer mit Meter pro Sekunde und R ist der Radius. Jetzt also nochmal zur Erinnerung, an der Masse des Fahrzeugs kann ich nichts ändern. An dem Kurvenradius kann ich auch nichts ändern. Der liegt fest. Einzige Möglichkeit für den Fahrer ist hier, an seiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Ja, und hier muss man eben einfach versuchen, bei der Anfahrt die Kurve richtig einzuschätzen, richtige Geschwindigkeit wählen und eben gar nicht erst so viele Fliehkräfte aufzubauen. Doppelte Geschwindigkeit. Bedeutet vierfache Fliehkraft. Und da können wir mit arbeiten. Diese Aussage stimmt nicht. Und nun kommen wir zur letzten These. Wenn der Fahrzeugschwerpunkt hinten ist, greifen die Fliehkräfte vorne an. Das ist natürlich Quatsch, denn die Fliehkräfte greifen immer im Schwerpunkt an. Und wenn der Fahrzeugschwerpunkt hinten ist, dann greifen die Fliehkräfte hinten am Fahrzeugschwerpunkt an. Problem hierbei, bei falscher Beladung des LKWs mit dem Schwerpunkt im hinteren Teil könnte der LKW hinten ausbrechen. Und damit sind wir mit der Lektion 2, Wirkung von Kräften beim Fahren durch physikalische Gesetzmäßigkeiten, am Ende und haben jetzt alle 5 Kapitel besprochen. Damit verabschiede ich mich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Thema wieder. Tschüss!